Ich sage es euch ganz offen. Ich glaube nicht, dass Dalisa noch lebt. Aber der Reihe nach. Peter, 2008 beantragt die Familie von Dalisa in Deutschland Asyl. Dalisa belegt deutsche Integrationskurse. Ihr Mann hilft gelegentlich im Kiosk seines jüngeren Bruders aus. Bald kommt Dalisa in der modernen Gesellschaft an. Sie will sich weiterbilden, kleidet sich modern, knüpft soziale Kontakte. Und da beginnen ihre Probleme. Das gefällt ihrem Mann überhaupt nicht. Er möchte, dass Dalisa zu Hause bleibt und sich ausschließlich um die Familie kümmert. Und das ist das Dilemma. Und deshalb flüchtet sie im April 2014 aus ihrer Ehe. Mit ihrer jüngsten Tochter sucht sie Schutz in einem Frauenhaus. Ihr ältester Schwager, was hat denn zu ihr aufs Handy geschrieben? Mit ihrem jüngeren Schwager spürt ihr Ehemann sie eines Nachts im Frauenhaus auf. Die Heimleiterin erzählt, sie sind nachts über den Balkon eingestiegen und haben Dalisa unter Wüstenbeschimpfungen vor ihrer fünfjährigen Tochter an den Haaren herausgezogen. Die Kollegen waren zum Glück schnell genug da, um Schlimmeres zu verhindern. Daraufhin wird gegenüber dem Schwager und dem Ehemann ein Kontakt- und Nährungsverbot ausgesprochen. Allerdings nur für 6 Monate. Na klar war Dalisa trotzdem in Gefahr. Und das wusste sie genau. Sie hatte ständig Angst, mit ihrer kleinen Tochter von ihrem Mann oder seinen Brüdern aufgespürt zu werden. Die Konsequenz? Sie flüchtet in ein weiteres Frauenhaus. Und ein paar Monate später bekommt sie schließlich eine kleine anonyme Mietwohnung. Und um ihre kleine Tochter zu schützen, versucht Dalisa mit Hilfe einer Anwältin für ihre 5-jährige Tochter das alleinige Sorgerecht beim Familiengericht zu bekommen. Ihr Antrag wird nicht nur abgelehnt, sie bekommt ihre Tochter ganz weggenommen. Sie wird dem Ehemann zugesprochen. Monate her. Seither hat Dalisa ihre Tochter nicht wiedergesehen. Ihre Freundin hat ausgesagt, Dalisa sei daran beinahe zerbrochen. Uns ist doch wohl allen klar, dass wir es hier nicht mit einer gestörten Frau zu tun haben, die irgendwelchen Hirngespinsten hinterherläuft. Die Bedrohungslage war real. Wir werden sehen, was wir in der Wohnung finden. Und dann sind wir auch schon wieder. Ich habe das ganz zufällig gesehen. Frau Wojcik, was haben Sie denn ganz zufällig gesehen? 2 Männer, jüngere Männer. Sie haben da die Treppe runter etwas nach draußen getragen. Konnten Sie denn erkennen, was die Männer da getragen haben? Ja, natürlich. Einen Teppich. Aber es war so komisch, wie sie ihn getragen haben. Als ob da etwas eingewickelt wäre. Etwas sehr Schweres. Ah. Und dann haben sie hier den Teppich in ein Auto getragen. Einen PKW? Nein, nein, das war ein größeres Fahrzeug. Keine Fenster hinten. Eher ein Lieferwagen. Mein Getränkehändler hat so einen, aber nicht in Weiß. Er war weiß? Ja. Danke, Frau Wojcik. Sie haben uns sehr geholfen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Und jetzt schaut euch mal das Datum an. Am 21.04.2015 wird Dalisa entführt. An diesem Tag läuft ein Ultimatum aus, welches ihr Schwager und Ehemann ihr ein halbes Jahr vorher gestellt haben. Das bedeutet, dass wir den Wagen auf links drehen, bis wir was finden. Aber das übernimmt das LKA. Wenn es da was zu finden gibt, dann werden die das finden. Knapp 14 Tage nach der Sicherstellung des Transporters von Resan und der Blutprobe von seinem Rasierer kommt der lang ersehnte Bericht vom LKA. Lass mal alle stehen und liegen und hört mir mal zu. Die Tatortgruppe des LKA Wiesbaden hat weitere Blutspuren von Dalisa im Transporter gefunden. Gut, das haben wir geahnt. Aber jetzt kommt's. Sie haben noch eine zweite Blutspur gefunden. Einmal in der Wohnung und einmal am Sitzgurt im Fahrzeug. Und der Abgleich der DNA von Rezan aus seiner Wohnung war positiv. Somit ist Rezan definitiv einer der Täter. Gut, dann mal. Ja. Der Jungsenheiliger zurück. Was gibt's denn? Sieh dir das mal an, bitte. Wenn man die Funkzellen aneinander reiht, in die sich die Handys von Sostern und Resern eingeloggt haben, dann haben sie sich entlang der Autobahn bewegt. Über 300 Kilometer weit. 300 Kilometer? Das ist unglaublich.
300 Kilometer weit weg von zu Hause, mal kurz eine Leiche zu entsorgen. Zu einer Entscheidung fällst du nicht spontan. Wir haben Blutspuren von der Lisa in ihrer Wohnung gefunden. Das von Ihnen gleich mit dazu. Mit Ihrem Transporter haben wir auch Ihr Blut gefunden. Ja, ich war in Ihrer Wohnung, aber nur meine Hochzeitsgurt zu holen. Sie sind zu zweit über die Werte zur Frau hergefallen. Sehr mutig. Wirklich. Wer war der zweite Mann? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ihr Bruder Wanda? Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Das sehen wir allerdings anders. Wir verhaften Sie wegen des Mordes an Ihre Schwägerin. Nun wird Resans Neffe Akam zur Vernehmung vorgeladen. Er steht als Mitwisser, nicht als Täter im Fokus. Wenn wir Ihren Onkel wegen Mordes dran kriegen, das sieht ganz danach aus, dann haben Sie ein Problem. Dann verknacken wir Sie nämlich gleich mit, als seinen Komplizen. Dann können Sie Ihr bisheriges Leben vergessen. Dann sitzen Sie erst noch ein paar Jahre ein. Wollen Sie das? Wer hat entschieden, dass der Lisa getötet werden soll? Was Rätsel? Nanda? Nein? Oder gar Ihr Ehemann? Soslan selbst? Wenn ich dazu was sage, dann wird das Ihre Strafe um einiges mindern. Wer war noch mit dabei? Ich weiß das. Ja. Aber das kann ich nicht sagen. Hier muss ich die Familie schützen. Der eigene Sohn. Was für ein Albtraum. Wenn ich mir vorstelle, dass mich mein eigener... Eine Fresse. In deiner Akte steht ja, dass er schon ganz früh diese traditionellen Werte seiner Familie und in der Religion erzogen wurde. Ja, aber der lebt in Deutschland, seit er 10 ist. Spricht super gut Deutsch. Muss doch irgendwas abfärben. Die Familie hat ganz bewusst die traditionellen Werte weitergegeben. Wahrscheinlich haben sie ihn sogar dazu verdonnert. Der Typ war 17 zur Tatzeit. Also Jugendstrafrecht. Hast du auch wieder recht. Das war denen schon klar. Ja. Was ist in der Wohnung passiert? Ja, da auch wieder. Kein Hallo. Kein Wie geht's? Nee. Direkt rumgeschrien und rumgeflucht. Ey, die ist da voll ausgerastet. Hat um sich rumgeschlagen. Ja, und Rezan, der hat sich dann gewehrt. Und mir auf die Fresse gegeben. Und Sie haben ihm dabei geholfen? Geholfen? Jetzt chill mal. Beim Einpacken vielleicht. Wir haben sie in den Teppich gerollt und ins Auto gebracht. Weil sie bewusstlos war. Wie war so die Aktion gemeinsam mit den anderen geplant? Die Zuschauerhinweise wurden abgearbeitet. Ja, aber wir sind noch dran. Okay. Nachdem die beiden Hauptverdächtigen Resan und Yadiga bereits verhaftet wurden, haben die Beamten nun zwei weitere mutmaßliche Täter festgenommen. Seit zwei Tagen sitzen der älteste Schwager Namda und der Ehemann Sostan in Untersuchungshaft. Es ist den beiden nachzuweisen, dass sie die Tat nicht nur gemeinsam geplant haben, sondern sowohl auch in der Vorbereitung als auch im Nachgang bei der Tat aktiv mitgewirkt haben. Deswegen habe ich auch sofort mir ein Auto genommen und bin letztendlich auch zur Fundstelle gefahren. Ihr habt sie wirklich gefunden? Wir haben sie im Internet mit abgesucht. Aber ja, wir haben sie. Gut, holen wir sie raus. Mal wieder. Das ist ja ganz Spanngurt oben im Kopf. Die Distanz zwischen dem Ablageort von Dalisas Leiche, über 300 Kilometer vom Tatort entfernt, sowie die Tiefe der Grube lassen nur einen Schluss zu. Das Loch wurde bereits vor der Tat ausgehoben. Das Verbrechen war also geplant. Damit dürfen Sie nicht durchkommen.